So, so ich, okay. Hallo, liebe YouTube, liebe Facebook-Freunde. Ich habe jetzt gerade Sport gemacht, und zwar ein bisschen Tai Bo. Ja. Jetzt bin ich ein bisschen fertig und müde. Jetzt habe ich mir gedacht, okay, jetzt habe ich noch weniger Zeit. Soll ich noch ein Video machen oder soll ich kein Video machen? Dann habe ich mir gedacht, okay, ich glaube, ein Video geht noch. Und zwar möchte ich nochmal ein Video machen. Und zwar geht es um eine Diskussion mit Michael Stutzenberger von Pegida. Also das war eine Internetdiskussion, das war ganz interessant. Da ging es um Islam, Christentum. Jetzt möchte ich nochmal vorab sagen, da das jetzt wieder ein politisches Video wird, also an alle Hater, das betrifft jetzt speziell YouTube, sämtliche Hasskommentare werden zuerst gemeldet und dann gesperrt. Aber Antwort kommt von mir nicht. Also ich habe da auch schon mal ein Video gemacht, wie ich mit Hasskommentaren umgeht. Also das könnt ihr vergessen, Leute. Ja, gehe gar nicht mehr drauf ein. Hasskommentare werden, wie gesagt, also gemeldet und dann gesperrt. Okay, ich bin oft auf YouTube, schaue mir Videos an, informiere mich über politische Themen und alles Mögliche. Und bin dann auf viele Videos gestoßen von einem Kanal namens Malarich. Und da hat ein gewisser Herr Stutzenberger, man sieht einen gewissen Herr Stutzenberger, der immer wieder Kundgebungen macht in München und aufklärt bzw. hetzt, je nachdem wie man sieht, gegen den Islam oder über den Islam. Ja. Ich habe mir das öfters mal angeschaut, ich habe da auch ab und zu mal so kommentiert. Ich selber bin ja, sehe mich auch als Islamkritiker, als linker Islamkritiker, aber natürlich im Kontext der allgemeinen Religionskritik. Und das hat mich doch dann irgendwann mal interessiert und dann habe ich den Herrn Stutzenberger mal bei Facebook mal angeschrieben und da kam dann folgender Dialog dabei raus. Also ich gehe jetzt bloß mal schnell rüber und lese es euch mal vor. Also ich habe gesagt, Herr Stutzenberger, könnt ihr mal mit Ihnen diskutieren, mal so über den Islam und über linke Islamkritik. Und dann hat er mir zurückgeschrieben, kommenden Samstag haben wir eine Kundgebung am Stachhaus, über was wollen Sie diskutieren? Und da habe ich gesagt, was sagen Sie zu den Gewalt- und Tötungsbefehlen in der Bibel? Wäre es nicht konsequent, auch darüber zu sprechen? Und dann habe ich mal was gepostet über Bibelzitate. Und dann habe ich noch gefragt, zweitens, wie sehen Sie die linke Islamkritik? Im Übrigen unterstütze ich diesen Weg. Den Islamismus sehe ich auch ich als Gefahr. Ich finde es aber sinnvoller, die Kurden, Schiiten und Aleviten zu unterstützen, als über eine rechte Partei zu agieren und den Großteil der Muslimen zu verärgern. Daher meine Frage, was Sie dazu sagen. Dann hat mir Michael Stutzenberger geschrieben, also erstens, in der Bibel stehen Geschichten über alte Ereignisse. Im Gegensatz zum Koran keine zeitlos gültigen Befehle eines Gottes. Zweitens, entwickelt sich so langsam, sehe ich, sehr positiv. Also er meint die linke Islamkritik. Islamismus ist ein Kunstbegriff. Es ist der Islam selber, der die Probleme macht. Aleviten gelten nicht als wahre Moslems und werden von den Hauptströmungen der Sunniten verfolgt. Ich habe in der CSU mit einem Aleviten zusammengearbeitet, der auch die Verzichterklärung auf die Scharia forderte. Schiiten sind nicht so aggressiv wie Sunniten, berufen sich aber auf die gleichen Schriften und haben in ihren Ländern auch die Scharia, siehe den Iran. Zudem wollen sie Israel vernichten. Kurden haben in erster Linie ihren eigenen Staat im Sinn und sind Christen, Moslems und auch Atheisten. Da habe ich geschrieben, okay, danke für die Antwort, meine Antwort folgt. Kann noch ein Weilchen dauern, habe ich noch geschrieben. Und dann habe ich geschrieben, Zitat, in der Bibel stehen Geschichten über alte Ereignisse im Gegensatz zum Koran, keine zeitlos gültigen Befehle eines Gottes. Das stimmt, aber von vielen Christen wird die Bibel eben als Befehlsbuch gehandelt, abgesehen von den ganzen Kreuzzügen, Hexenverbrennungen, Ausrottung der Inkas, Mayas, Azteken und so weiter, wird auch heute noch Gewalt angewandt und sich auf die Bibel berufen. Ich meine damit die Gewalt gegen Heimkinder in den christlichen Einrichtungen. Ich verweise auch auf die christlichen Glaubensgemeinschaft 12 Stämmen in Klosterzimmern, wo Kinder misshandelt worden sind. Bibelzitat, Sprüche, Vers 13, Kapitel 24. Wer seine Rute schont, der hasst seinen Sohn. Wer ihn aber lieb hat, der züchtigt ihn bald. Und deswegen kann auch das Christentum nicht zu den friedlichen Religionen gezählt werden. Ob im Narrativ oder Imperativ.
Gewaltzitate bleiben Gewaltzitate. Dass es heute keine Hexenverbrennungen gibt, ist lediglich der Aufklärung, dem Laizismus und der französischen Revolution geschuldet, nicht aber der Friedfertigkeit des Christentums. Ich bin soweit bei Ihnen, dass der Islam noch gewalttätig ist und somit problematischer. Aber eben nur problematischer, was die Gewalt anbelangt. Trotzdem denke ich, dass wir um eine allgemeine Kritik an den Buchreligionen, also Christentum, Judentum und so weiter, nicht herumkommen. Wenn ein Moslem sagt, dass wir erstmal vor unserer eigenen Haustüre kehren sollten, sprich das Christentum reformieren, dann ist es ja nicht so weit weg von der Wahrheit, oder? Habe ich ihn gefragt. Und dann zu dem Wort, das Wort Islamismus sehe ich als Kunstbegriff. In dem Wort Islamismus steckt ja schon das Wort Islam drin. Für mich ist der Islamismus das in Aktion treten des Islam in eine politisierte Richtung. Die Aleviten sind doch auch der Beweis dafür, dass es eben auch diejenigen gibt, die den Koran nicht als Befehlsbuch ansehen, zu den Schiiten. Mag sein, dass sie recht haben, aber wo gibt es perfekte Verbündete? Zur Not ist der Teufel fliegen, sage ich. Macht es Sinn, sich jeden zum Feind zu machen? Was bringt es ihnen, wenn sie sich bei allen in München zur Hassfigur machen, wenn ich es schon bei ihren YouTube-Videos gesehen habe? Hier kann ich auf jeden Fall beobachten, dass die Kurden in großer Zahl auf der richtigen Seite stehen. Ich denke, über eine rechte Partei, über den Islam aufzuklären, ist der falsche Weg. Ich empfehle dies über Initiativen zu tun und auch Menschen wie Daniel Krause, also Daniel Krause ist der Lehrer, der auch ein Buch geschrieben hat, als Linker gegen den Islam, also ist ein linker Islamkritiker, also Daniel Krause zu unterstützen. Schauen Sie sich doch mal bei Pegida um. Das sind doch viele Neonazis. Und die wollen eben auch Israel vernichten. Aber gut, hat mich gefreut, Sie mal kennenzulernen. Wenn Sie mir vielleicht von dem zeitlichen Rahmen Ihre Kundgebung nennen können, dann würde ich auch mal nach München vorbeikommen. Dann hat Michael Stutzenberger geschrieben, die Aleviten werden darum eben nicht als Moslems, die Aleviten werden daher nicht als Moslems anerkannt, sondern als Apostaten verfolgt. Die Moslems, die bei den Kundgebungen in München ausrasten, sind Fundamentalsunniten und Linksextreme. Wenn ich bei denen Hassfigur bin, habe ich alles richtig gemacht. Reformfreudige Moslems diskutieren sachlich mit mir, da gibt es aber nur sehr wenige. Logisch, keiner hat Lust, als Apostat ermordet zu werden. Sunniten machen bekanntlich 95% des Islams aus. Der Rest, Schiiten, die berufen sich auch auf Mohammed, Koran und Sunna, streiten sich aber mit den Schiiten nur wegen der Nachfolge des Propheten. Ja gut, das weiß ich. Daniel Krause hat bei uns in München bei den Kundgebungen schon gesprochen. Ich bin übrigens Journalist und in keiner Partei, nur bei der Bürgerbewegung BPE. Aber ich glaube, er war bei der Partei Die Freiheit, oder? Wenn mich nicht alles täuscht. Müsste ich nochmal nachrecherchieren. Okay, dann habe ich geschrieben, Ihre Analyse über die Strömungen im Islam kann ich fast teilen. Ich denke aber auch gebürtige Sunniten und Schiiten, die den Koran nicht so ernst nehmen und auf dass sie also auf der richtigen Seite kämpfen. Zu den Linksextremen. Wenn die bei ihrem Auftritt von Pierre Vogel auch so ein Radau machen wie bei ihren Kundgebungen, okay. Ansonsten sind das für mich keine Linken. Ich weiß ja nicht, was das für Linke sind in München. Links ist emanzipatorisch und international weltoffen und tolerant. Die linke Ideologie ist unvereinbar mit der frauenunterdrückerischen und homophoben Ideologie des rückwärtsgewandten Islam. Für mich ist der Islam rechtskonservativ. Deswegen denke ich, dass die Islamkritik bei den Rechten falsch platziert ist. Ich hoffe, Sie haben erkannt, dass die Islamkritik nicht in einer allgemeinen Kritik an den Buchreligionen vorbeikommt. Wenn auch der Islam die aggressivste Buchreligion ist, so stammt auch sie von dem Mord Moses ab. Ich weiß, Sie wollen die Christen in Ihrer Bewegung, Pegida etc. nicht vergraulen. Aber dann sollten Sie vielleicht überlegen, ob das noch die richtige Bewegung ist. Vielleicht wären dann linksliberale Gruppen wie die um Daniel Krause eher was für Sie. Pegida hat sich immer weiter nach rechts geöffnet und es sind dort auch Neonazis mit antisemitischer Gesinnung.
Ansonsten bedanke ich mich für Ihre Sichtweise, Informationen. Wann ich nach München kommen will, weil Sonntag kann ich nicht sagen, aber ich werde es versuchen. Und dann habe ich noch was postet über den Glaubenskrieger. Also das ist, das war ein Film von den 12 Memorize. Und dann noch einiges habe ich dann ihm noch gepostet über die Gewalt der Christen, also die christlichen Sekten. Die brutalsten Sekten der Welt habe ich ihm gepostet, also über die PN. Und also es kam bis jetzt noch keine Antwort von Michael Stutzenberger. Ich möchte mal in München zur Redestelle mal fragen, warum es jetzt da gar keine Antwort mehr gab auf meine Argumente. Bin ja mal gespannt, was er dann so sagt. Also, wie gesagt, bitte versteht es nicht falsch. Ich habe ja auch mal mit der AfD diskutiert. Nichtsdestotrotz bin ich total gegen rechts. Also absolut. Ich bin da absolut energisch gegen rechts. Aber es macht ja nichts mehr aus, mit den Leuten zu diskutieren, mal Gedanken auszutauschen, einfach mal, um zu sehen, wie die ticken. Was geben denen Leute vor? Ja? Und vielleicht kann man auch ein paar sogar noch überzeugen. Das kann man mal zumindest mal versuchen. Okay, das war jetzt mal so ab wieder politisches Video. Es kommt nochmal eins, und zwar, wie gesagt, habe ich noch eins vor über die AfD. Und dann werde ich natürlich auch nochmal wieder ein paar unpolitische Videos machen. Okay, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Gebt mir einen Daumen hoch und ihr könnt das Video teilen, beziehungsweise dann betrifft jetzt YouTube, dann meinen Kanal abonnieren. Okay, alles klar, vielen Dank und schönen Abend noch.